Ich finde, Gäste, die zu uns kommen, leben mit uns mit und nicht bei uns. Wir sind im Unterwirt, wir sind die Unterwirtinnen. Wir sind drei Schwestern, die den Familienbetrieb gemeinschaftlich übernommen haben. Und unsere Familie ist seit insgesamt 400 Jahren da. Es war ein sehr beliebtes Ausflugsgasthaus auch. Und irgendwann hat der Papa gesagt, so, wenn er jetzt nur einmal 200 Schnitzel ausbanieren muss, dann haut er einen Hut drauf. Er hat diese Art des Kochens, wie man es halt auch damals gemacht hat, in der Fritteusen und einfach nicht mehr interessiert. In der Anfangszeit der Beziehung unserer Eltern sind die einfach ganz Österreich, Frankreich, Italien rausgefahren und sind überall essen gegangen, zum Lernen, wie machen das andere. Und es gibt glücklicherweise die alten Kochbücher seiner Mutter, die auch eine ausgezeichnete Köchin war. Und aus denen hat er gerade in der Anfangsphase so sehr, sehr viel immer nachgekocht. Und die Eltern hatten einfach den Anspruch, gehobene Gastwirtschaft zu machen und haben dann relativ schnell das Ziel auch erreicht und haben die erste Haube von Gourmillon erarbeitet. Und seit 2020 haben wir zwei Haubenrestaurants. Es gibt den traditionellen Teil auf der Karte und es gibt den zeitgenössischen Teil. Und die ergeben einfach diese Meisterhandschrift unserer Küche. Und auch wirklich ab und zu den Gast mal vor den Kopf stoßen, unter Anführungszeichen, und einfach mal überraschen. Bei uns kann man einfach richtig geil essen. Einerseits ist es sicher eine nicht zu unterschätzende Komponente, die ehrliche und persönliche Begegnung, die der Gast hat, wenn er kommt. Ja, ich finde, es ist echt an der Zeit, das neu zu denken mit diesen tradierten Vorstellungen vom Tiroler Familienbetrieb, wo alle in Reih und Glied und Dirndl gerade daher manscheln. Lasst uns einfach ein bisschen lockerer sein. Und ich brauche auch niemandem vormachen, dass das ein Wellness-Tempel ist. Wird es nicht sein, will ich gar nicht. Das ist das, was es ist, ist es. Und manchmal finde ich es so schön, wenn man so anfängt, dann sitzen oft die Menschen so ganz akkurat und brav da. Und je mehr Zeit vergeht, desto lässiger wird das Sitzen. Und dann habe ich meinen Job gut gemacht. Manches Antiquierte muss noch weg. Man muss ja eigene Grenzen abbauen in dem Prozess. Das ist ja alles immer Entwicklung. Und ich finde es schön, die Gäste da irgendwie auch ein bisschen mitzunehmen. Und die reflektieren das ja auch. Das ist aber das Belebende, finde ich. Der Gast, die Gästin ist eingeladen, einfach ihren persönlichen Handlungsentwurf von Urlaub zu realisieren. Und ich glaube, die Leute haben irgendwie auch Freude mit uns. Es ist doch irgendwie auch cool, wenn man bei jemandem ist, wo man sich denkt, so, die sind cool.